So, ich habe jetzt noch ein kleines Ergänzungsvideo zu dem Thema Tickets. Und zwar wollte ich noch schnell zeigen, dass man Tickets so erzeugen kann, indem man das jeweilige Objekt markiert mit der rechten Maustaste hier ein Ticket erzeugt. Man kann alternativ auch zum Ticket eine einfache Notiz erzeugen, indem man hier oben umschaltet von Ticket auf Notiz. Das ist so ein bisschen verborgen. Der Unterschied zwischen der Notiz und einem Ticket ist im Wesentlichen, ja, dass die Notiz nicht rumgeschickt wird, also per E-Mail verteilt wird und ja, dass man sich da einfach irgendwelche Notizen letztendlich machen kann, um bestimmte Dinge nicht zu vergessen, aber es wird halt nicht automatisch jetzt jemand irgendwie alarmiert oder so. Was ich auch vergessen hatte in dem anderen Video zu erwähnen, ist, dass hier unten die Tickets, die hier angezeigt werden von dem jeweiligen Objekt, dass dort immer die Tickets angezeigt werden, die aktuell noch offen sind bis zum heutigen Tag. Wenn ich jetzt hier oben den Zeitraum umschalte, zum Beispiel auf Monat, dann bekomme ich automatisch alle Tickets angezeigt, die in dem jeweiligen Monat gelaufen sind. Beziehungsweise ich schalte es jetzt mal um auf Jahr, dass auch mal was passiert. Und dann sieht man, dass hier dann jede Menge Tickets plötzlich auftauchen, in die man dann natürlich auch noch mal reingehen kann mit rechter Maustaste Ticket bearbeiten. Das heißt also, man wählt hier eine Anlage aus, man wählt hier oben den Zeitraum aus. Ja, entweder wenn man heute auswählt, hat man immer alle Tickets, die zum heutigen Zeitpunkt noch aktuell sind, die also noch nicht abgearbeitet sind. Wenn man Monat auswählt, hat man alle Tickets, die in dem Monat bearbeitet wurden, auch die schon abgeschlossenen. Wenn man Jahr auswählt, bekommt man eben alle, die in dem Jahr gelaufen sind. Wenn man Gesamt auswählt, sieht man alle Tickets, die insgesamt für die jeweilige Anlage erstellt wurden. Ja, und kommt dann schnell nochmal rein. So hat man halt auf die Schnelle einen Überblick letztendlich, was in der bestimmten Anlage in dem jeweiligen Zeitraum eben los gewesen ist. Und ganz zum Schluss soll noch erwähnt werden, dass man die Tickets hier oben auch, also dass man hier vorne die Anzeige der Tickets konfigurieren kann. Das heißt, im Augenblick ist hier ausgewählt, Anzahl und Ereignisse und Tickets in einem Feld anzuzeigen. Wem das zu verwirrend ist, der kann auch das Feld hier ausschalten und nur die Tickets da vorne anzeigen. Was dann letztendlich so aussieht, dass halt hier nicht zwei kleine Zahlen auftauchen, sondern jeweils nur eine, also nur die Tickets. Oder alternativ könnte man natürlich auch die Ereignisse anzeigen.